Na gut, dann drückt mal die Daumen. Wir wollen. War das hier schon? Nee, ich glaube nicht. Es war oben irgendwo. Ja, nee, du kommst nicht an uns ran, das kannst du knicken. So, runter. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Kann. Oder auch nicht. Doch, sehr schön. Also überall Gold. Essen kommt mit. Können wir nicht aufheben? Können wir es jetzt aufheben? Ja, können wir nicht essen. Okay, wir wollen jetzt nach Norden. Und da ist das Tor, was hinter uns zugegangen ist. Kriegen wir dich jetzt auf? Nein, ist abgeschlossen. Kriegen wir mich mit dem Schlüssel auf? Nein. Nein. Okay, ist soweit nicht so schlimm. Wir haben hier nämlich ein Dingens. Klick. Das macht das Ding auf. Jetzt weiß ich nur nicht, warum das Ding letztes Mal wieder zugegangen ist. Wir sind jetzt durchgegangen und es ist immer noch offen. Also es kann sein, dass irgendein einzelner kleiner Gegner überlebt hat und der hat es dann wieder zugemacht, was ich aber ganz schön übel finde. Sonst fällt mir nicht wirklich was ein. Außer es ist zeitgesteuert. Das wäre einfach nur gemein. So, wir müssen jetzt hier uns einigermaßen östlich halten, wenn ich die Karte noch einigermaßen im Kopf habe. So. Was sind das? Viele Gänge. Achso, es sind immer diese ganzen Spinnenfallen gewesen, wo der Boden unter uns weggebrochen ist und dann die Spinnen angegriffen haben. Was ich immer noch sehr cool finde. Also, dass das Spiel sowas möglich macht. Nur ein Weg ist gut. Da ist der Magier. Beim Magier mussten wir rechts rein, richtig? Genau, weil hier ist eine Sackgasse. Also rechts rein, einfach rechts halten und beim Lavasee gucken wir nochmal auf die Karte. Also Magier, rechts rein, rechts an der Wand halten. Haben wir eigentlich noch Lampenöl über? Fällt mir gerade so ein. Ich habe keine Lust, wenn das Lampenöl alle ist, alle 10 Minuten den Lichtzauber zu sprechen. Das wäre irgendwie nicht so toll. Mal ganz davon ab, dass der Lichtzauber nicht so stark ist wie die Lampe. So, das Tor haben wir. Moment mal. Warum ist das Tor zu? Das ist das falsche Tor. Genau, das Tor haben wir nie aufgekriegt. Können wir mit dir sprechen? Keine Antwort. Nö, der schwingt nur sein Dingens da. Mist. Es wäre schön gewesen, wenn ich das übersehen hätte. So einfach nur mit ihnen sprechen. Und das Amulett da vorzeigen. Aber nein. Die wollen nicht mehr sprechen. Die haben mitbekommen, dass wir alle ihre Freunde umgebracht haben. Warte mal, rechts halten, hatte ich gesagt, ne? Ja, das müsste jetzt die Lavastelle sein, wo ich auf die Karte gucken wollte. Genau. Da ist noch eine Tür, die wir auch bekommen haben. Das heißt, wir gehen jetzt nach Osten, bis es nicht mehr geht. Dann machen wir so einen kleinen Schwenker und gehen dann nach oben. Also Osten, bis es nicht mehr geht. Das wäre dann hier. Dann machen wir einen Schwenker einmal rum. Nach Norden. Dann müsste es hier runtergehen. Genau, wir haben wieder Mana. Wir haben lauter Steinzeug auf dem Boden und Gold und Amulette und Schnickschnack und was weiß ich, was wir alles nicht brauchen. Und hier ging es schon wieder hoch. Und da unten war der eine Aggro-Baum gewesen. So, du warst ein nicht aggressiver Golem. Das fand ich sehr komisch. So, und können wir dich jetzt einfach öffnen? Nein. Achtung, bösartige Tod voraus. Passt nicht. Passt nicht. Okay. Da werde ich jetzt eine Weile draufhauen, weil ich glaube nicht, ob es hier noch irgendwelche Alternativen gab. Also wir könnten den Golem einfach umbringen, aber da er nicht aggressiv ist, weiß ich nicht ganz so, ob das erstens Sinn macht. Ob der überhaupt was hat. Und zweitens passt es nicht so wirklich zum Avatar. So als Verkörperung von allem Guten und Ehrenhaften, dass er einfach so auf passive Wesen losgeht. Oh.
Warum zur Hölle haben wir das nicht vor 5 Folgen gemacht? Menho. Aber gut, Karte. Ja. Also da wäre eine Sackgasse gewesen. Nee, ist gar keine Verbindung nach da. Ja, okay. Also, schön vorwärts gucken und Augen offen halten nach einem Schlüssel. Oh, oh, warum? Aggressiv. Warum? Oh, da. Ein Geist. Also, was ich gerade sagen wollte, bevor ich von ihm hier unterbrochen wurde. Wir halten die Augen offen nach einem Schlüssel für unten. Unten ist ja noch eine Tür, die wir öffnen möchten. Hier einen Schlüssel. Den verrückten Magier, den wir umbringen wollen. Die Prinzessin, die ja eigentlich auch hier langsam irgendwo mal sein sollte. Und ein Gefängnis ist da eine sehr gute Anlaufstelle. Also die Prinzessin. Was noch? Oh, noch ein Geist. Bruder des Magiers für eine Quest. Prinzessin, verrückter Zauberer, Schlüssel. Ja, das reicht, glaube ich, fürs Erste. Oh, und Smaragde. Nee, es waren keine Smaragde, es waren Emeralds. Was eigentlich auch Smaragde sind? Nee, aber beide waren grün. Ja, versuchen wir einfach alles, was glitzert. Haben wir jetzt gerade die ganze Zeit die Wand, oder? Ah ja, okay. So, geh weg, wir wollen plündern. Und Prinzessin retten. In der Reihenfolge. Also jetzt, wo wir rausgefunden, dass wir bei dem Altar richtig viele Mantra sprechen konnten, ist das Spiel schon fast zu einfach geworden. Außer jetzt, wenn diese ganz großen Dinger kommen, wie da eine Golem oder dergleichen. Oh, noch ein Geist. Ich frage mich auch, wie der Kampf gegen den Magier wird. Weil er wird ja höchstwahrscheinlich ein Magier sein. Dementsprechend viele Zaubersprüche sprechen können. Und wir haben so nicht wirklich viele Zauber zur Auswahl. Also ich könnte natürlich das Handbuch rauskramen und so weiter. Wir haben Casting nicht so extrem gesteigert. Was ich auf jeden Fall vorher angucken sollte, wäre Schutz vor Magie, wenn es sowas gibt. Schutz vor Feuer. Der Rüstungszauber. Also wo wir eine Rune weggenommen hatten. Ich glaube, der wird nicht viel bringen. Denn der dürfte nicht vor magischen Angriffen schützen. So, wirst du jetzt wohl mal... Genau. Komm, komm, komm. Eigentlich fehlt dir noch so ein richtig theatralisches Heulen in den Monstern. Weil so sind die irgendwie viel zu leise. Also ja, dafür, dass es jetzt die besseren Sounds sind, hätte man da ruhig was machen können. Die Trolle irgendwie rumkrölen, die Goblins quieken und die Geister heulen. Komm. Bist du irgendwie ein besserer Geist oder haben wir nur einen sehr schlechten Lauf? Das mit maximaler Angriffskraft. Okay, wir haben nicht maximalen Schwertkampf, daran könnte es liegen. Aber da haben wir immer noch kein Mantra zu. Geist? Oh, da. Nicht fliehen. Das sollst du nicht als Untoter. Ja, endlich. Hast du irgendwas dabei? Nö, warst nur ein ganz normaler Geist. Menno. So, noch eine Tür. Nein! Es ist die Tür, die wir... Okay, kriegen wir dich von hier auf? Nein. Passt nicht. Passt nicht. Jetzt haben wir von zwei Seiten dieselbe Tür nicht aufbekommen. Aber gut, wir gucken uns hier einfach weiter um. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo den Schlüssel finden. Weil irgendwo muss man doch regulär durch die Tür durchkommen können. Das ist komisch. Außer, das ist eine Tür für die Diebe. Das muss übrigens richtig doof sein. Wenn man einen Dieb spielt und dann auch Sachen wie Lockpicking und dergleichen skillt. Und dann bekommt man später ein Schwert, das nicht kaputt gehen kann und alle Türen zerbruch haut. Das ist, würde ich mir ein wenig veralbert vorkommen.
Oh, warte. Oder war das nur ein Glitch? Ja, das war nur ein Glitch. Ja. Hier ist mal einfach so gar nichts. Was echt wenig ist. Warum gibt es diese Verbindung überhaupt? Also man kommt hier regulär rein. Man kommt hier rüber. Dahin. Von hier aus kommt man da durch, kommt hier und kommt dahin. Also gibt es einfach zwei Wege hier oben hin. Aber hier oben ist nichts, was für uns interessant ist. Ha. Vielleicht bin ich einfach zu sehr schlauchartige Dungeons gewöhnt, aber das irritiert mich jetzt. Dass wir hier rumlaufen können und da unten ankommen. Oder dass wir hier rumlaufen können und da wieder unten ankommen. Nirgendwo ist ein Schlüssel für die verdammte Tür. Also jedenfalls nichts, was wir hier hätten sehen können. Außer der Golem halt, ne? Na gut, wir laufen jetzt zu dem Ding da zurück. Gucken nochmal hier auf den Boden. Gucken, ob es hier irgendwo eine Verbindung gibt zu diesem Lavasee hier. Damit wir die Tür umgehen können. Dann hauen wir den Golem einfach um und hoffen, dass er den Schlüssel hat. Und wenn nicht, dann werde ich eventuell neu laden, um den ganzen Weg zu sparen. Entweder das oder ich mache off-camera den Weg zurück. Was wahrscheinlicher ist, denn es wäre ein bisschen doof, die halbe Karte nicht aufgedeckt zu haben. Also wir wollten gucken, ob hier irgendwo... Ne, das ist die Tür, das ist der ganz normale Eingang. Hier hätte ich gerne Verbindung. Also nach Süden. Hier. Ja, genau hier. Da ist nur ein Fitzelchen von der Wand. Dahinter ist gleich der andere Raum. Können wir hier die Wand vielleicht einschlagen? Naja. Schwarzpulver haben wir auch keins. Schade, schade. So ein durch Stein durchgehen wäre auch sehr praktisch, aber können wir auch nicht. Und drüber theoretisieren bringt nichts. Na gut, wir gucken uns nochmal kurz den Zettel hier an. Ich bin gefangen. Ich wage nicht zurückzukehren, woher ich komme. Und ich habe nicht den Mut, die Kavernen zu betreten. So viele tote Dinge dort. Hätte ich doch nur gewusst, dass dieser Schlüssel die Tür auf der anderen Seite der Lavagrube öffnet, wäre ich nicht in diesem Schlamassel. Ich denke, ich werde nur ausruhen und warten. Ja, nee. Das ist der Schlüssel. Also hier lag auch gleich ein Schlüssel. Das ist der Schlüssel für die andere Seite der Lavagrube. Ach so. Also der Abenteurer, der hier gestorben ist, ist damals hier runtergekommen, ist den Weg gelaufen, war gefangen, genau wie wir auch gefangen waren, hatte vorher das hier aufgedeckt. Also er kam runter, hat hier eine Lavagrube gesehen, hat sich gedacht, ach nee, das ist mir zu gefährlich. Ist denn hier rumgelaufen, war dann ab hier gefangen, wie wir auch, und ist dann hier gestorben, nachdem er den Schlüssel gefunden hat. Das heißt, er hat ihnen gesagt, ach, hätte ich doch damals schon den Weg über die Lavagrube genommen, dann hätte er sich diesen riesen Umweg gespart. So interpretiert den Zettel. Hilft uns jetzt nur auch nichts. Mist. Ja, okay, wir wollten jetzt noch zum Golem gucken und ob hier irgendwo im Osten was auf dem Boden liegt. Oder Wände nicht wirklich Wände sind. Da ist der Golem. Er ist bestimmt gleich tierisch stark und vermöbelt uns. Bist du ein Kupfergolem? Also es gibt für jede Metallsorte auch noch Golems. Bis zu Blackrock, glaube ich sogar. Das wäre nicht so schön. Aber gut. Wir denken, dass du einen Schlüssel hast, den wir brauchen. Und da du keine Seele hast, darfst du auch sterben. So rechtfertigt der Avatar sinnloses Morden. Ah, gelb, okay. Das sieht sehr machbar aus. Bitte, bitte, hab einen Schlüssel dabei. Rot. Komm, 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 komm. Du bist schneller tot als ein Geist. Das ist schon mal
Mist. Wehe, du warst jetzt wichtig für irgendetwas. Nö. Kein Schlüssel, nur andersartiger Dreck auf dem Fußboden. Oh, Secret Door. Bitte, 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 wo sind wir? Es gibt eine Verbindung, die wir schon mal gefunden hatten. Oh, die hatten wir echt schon mal gefunden, sonst wäre es hier nicht aufgedeckt. Ja, also wir können jetzt hier rumlaufen, hier die Springerei machen. Und dann stehen wir da vor der Tür, die wir nicht mehr durchgehen müssen. Aber wir können hier versuchen weiterzugehen. Wobei hier auch das Labyrinth ist und wir garantiert sterben werden. Aber dann tragen wir halt zwei neue X ein. Soll mir auch recht sein. So. Darum, darum. Bis zur Lava. Und wir haben jetzt ja auch vollen Magen. Und was zu essen dabei und was weiß ich. Feuerelementar da hinten. Das heißt, es ist machbar, die Springerei. Na gut, jetzt speichern wir erstmal ab. Jetzt speichern wir erstmal ab und sehen uns gleich wieder. Was zur Hölle? Ich dachte, du bleibst nur in der Lava. Ja, nee, so speichern wir nicht ab. Dich müssen wir töten. Wir können uns die Lava ködern. Du bist ja garstig. So, geh kaputt. Ah, der macht bestimmt gut Schaden. Treffen wir ihn überhaupt? Oh. Komm schon. Andersrum. Du musst nach da laufen. So. Ne, wir treffen ihn noch nicht ordentlich. Komm, komm, komm. Ich will einmal sehen, dass du auf Gelb umspringst, dann ist alles gut. Ah, doch, da. Das ist immer noch grün. Mist. So, für das nächste. Nee, 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 nee. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Lauf, 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 lauf. Möglichst viele Haken schlagen. Geheimtür zumachen. So. Okay, Licht aus. Dann speichere ich jetzt ab. Dann schlafen wir. Dann versuchen wir nochmal irgendwie das Feuer damit herumzubringen. Und sonst springen wir einfach querfeldein an ihm vorbei. Also, bis gleich.